Ja, ihr hattet ja die Aufgabe, ein Versuchsprotokoll zu schreiben zu dem Versuch, den wir in der letzten Stunde dann gemacht haben, ihr zu Hause selbst. Und zum Teil wurden mir auch Videos geschickt, die auch ganz gut funktioniert haben. Jetzt wollen wir das nochmal gemeinsam machen, damit ihr auch sehen könnt, ob das so bei euch auch richtig war. Also unter der Unterschrift 5. Lichtsprechung gibt es dann die erste Unterschrift 5.1 Experiment Münze in der Tasse. Was benötigen wir dazu? Ja, wir haben zunächst mal die Münze benötigt, also eine Münze. Dann brauchen wir logischerweise auch eine Tasse. Wir haben Wasser benötigt und einen Messbecher oder irgendein anderes Gefäß, also einen Messbecher. Okay. Der zweite Punkt war, eine Versuchsskizze zu machen. Ja, das ist nicht so ganz leicht. Man muss immer ein bisschen was zeichnen. Also wir zeichnen mal hier unsere Tasse so ein bisschen, dass man die auch erkennen kann. Vielleicht auch so einen Haken hier dran. Und dann machen wir hier mal so ein bisschen, damit man den Rand erkennt. Okay. So, in dieser Tasse platzieren wir unten eine Münze. Und wir haben an einer bestimmten Stelle, haben wir quasi unsere Augen, die mache ich mal, versuche ich mal so ein bisschen so darzustellen. Das heißt, wir können da reingucken und wir werden dann später ja noch ein bisschen Wasser einfüllen. Also manchmal hier so ein bisschen den Wasserrand mal da rein. Okay. So, hier kann man noch mal den Henkel noch ein bisschen besser machen. Jetzt stand da ja Beschriftung, also hier kann man mal die Augen beschriften. Dann haben wir hier die Tasse. Hier haben wir die Münze. Und hier haben wir Wasser. Wer will, kann auch den Messbecher da noch mit hineingeben. Okay, nächste Frage, was habe ich gemacht? Also zunächst mal habe ich die Münze in die Tasse legen oder gelegt, je nachdem wie man das formuliert. Also wir legen die Münze in die Tasse, dann gehen wir mit den Augen genau so weit weg, dass wir die Münze nicht mehr sehen können. Ja, dass wir die Münze gerade so nicht mehr sehen können. Und als letztes füllen wir jetzt Wasser ein. Also Wasser einfüllen, ja, bis zum Rand. In der Aufgabenstellung stand, glaube ich, noch drin, dass das langsam geschehen soll. Mit steigendem Wasserstand konnten wir halt die Münze wieder erkennen.
heißt, wir bewegen uns selber ja nicht. Die Münze wird nicht bewegt, die Tasse wird nicht bewegt. Das Einzige, was sich ändert, ist, dass der Wasserstand steigt. Ja, der letzte Punkt ist, wie würde ich das erklären? Ja, wir hatten ja eben schon mal gesagt, dass sich ja nichts von der Position geändert hat. Also können wir damit anfangen, da sich weder die Münze noch die Tasse noch der Kopf bewegt hat, ja, was kann also nur noch die Ursache sein? Kann nur noch das Wasser die Ursache sein? Und es war ja auch so, je mehr Wasser in der Tasse war, desto mehr konnten wir die Münze sehen. Das schreiben wir uns auch nochmal auf. Je mehr Ja, normalerweise war ja die Wand von der Tasse im Weg. Also, wenn wir das mal nochmal so skizzieren hier, nochmal ganz grob die Tasse. Ja, und haben hier oben, hier waren ja unsere Augen, da war die Münze. Dann ist ja so, dass der direkte Weg... ja, die Augen kann man jetzt nicht so gut erkennen. Machen wir nochmal ein bisschen Punkt hier hin. Der Weg zu unserem Auge war hier durch die Tassenwand versperrt. Es muss also irgendwie so sein, dass wenn hier jetzt da so Wasser mit reinkommt, dass dann die Münze irgendwo zu sehen ist. Also irgendwie muss das hier so sein, dass dieser Übergang von Wasser zu Luft, an dieser Stelle sehen wir ja die Münze dann auch, dass die den Lichtstrahl irgendwo verändert. Und genau das ist es. Das Wasser bricht den Lichtstrahl und deswegen können wir die Münze jetzt sehen. Denn der Lichtstrahl geht nicht wie sonst immer geradeaus. Dann würden wir das nämlich nicht sehen können. Das muss also, irgendwie muss der Lichtstrahl um die Ecke gehen. Das nennt man Lichtbrechung. Also wir notieren uns deswegen, Licht verläuft normalerweise immer geradeaus. Das hatten wir uns auch schon mal notiert. Und das geht hier aber nicht, weil ja die Tassenwand im Weg ist. So, wenn das so ist, können wir ja nicht auf direktem Weg die Münze sehen, sondern müssen die indirekt sehen, also über Eck sozusagen. Und dementsprechend gibt es hier eine Folge, das Licht kann nicht mehr geradeaus gehen, sondern muss gebrochen werden.
Also gebrochen heißt, dass es die Richtung ändert. So, und das geschieht genau an diesem Übergang von Luft hier auf der Seite und Wasser auf der anderen Seite. Ja, also genau an dieser Stelle hier wird der Lichtstrahl, die Münze sendet ja in alle Richtungen Lichtstrahl, aber einer wird dann hier oben genau in unser Auge dann gebrochen. Das heißt, wir können hier quasi um die Ecke sehen. Das heißt nochmal für uns, dass wir das auch nochmal aufschreiben, dieser Vorgang oder diesen Vorgang. Nennen wir Lichtbrechung. Ja, damit werden wir uns jetzt noch im Weiteren noch mehr beschäftigen. Also dieser Vorgang Lichtbrechung, den gibt es an ganz vielen Stellen und wir werden uns damit, wie gesagt, beschäftigen.